Teil 4 der Serie über das Bewähren mit Revit und Sophistic RC handelt von Bügelmatten. Ich will Bügelmatten für ein Fundament erzeugen, für das Fundament dort hinten. Dafür habe ich einen Fundamentplan und durch dieses Fundament zwei Schnitte gelegt. Schnitt 4 verläuft hier und Schnitt 5 senkrecht dazu. Und hier sehen wir auch die beiden Schnitte. Gehen wir in den Schnitt 4 hinein und wir wollen die Bügelmatte in dieses Fundament einbringen. Revit selber bietet keine Bügelmattenfunktion an, deswegen gehen wir den Umweg über die normale Stabbewehrung. Also wähle ich hier die Funktion aus und bekomme wieder den Biegeform-Browser, wie wir ihn schon von der Unterzugsbemessung her kennen. Hier können Sie jetzt also die grundsätzliche Form, die später die Bügelmatte haben soll, auswählen. Beispielsweise hier den offenen Bügel. Sähe dann so aus. Wenn Sie oben allerdings auch die Matte schließen wollen oder Haken benötigen, dann müssen Sie natürlich eine andere Form nehmen. Beispielsweise ja, eine solche oder auch eine solche Form. Da haben Sie oben auch die entsprechenden Abbiegungen enthalten. Ich gehe auf den offenen Bügel. Nun ist es an dieser Stelle zunächst vollkommen egal, was wir hier für einen Durchmesser auswählen, damit es was realistischer ist, nehme ich trotzdem zunächst mal einen kleineren Durchmesser und sehe die Vorschau hier. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, ist, dass Sie bei der Layout-Regel auf maximalen Abstand stellen. Das ist das einzig Wichtige an dieser Stelle. Und ich platziere also jetzt diesen offenen Bügel hier und wandle nun diesen Bügel um in eine Bügelmatte über die Sophistic-Funktion Bügelmatte. Also kann ich hier einen Mattentyp auswählen. Ich nehme Q257A. Wenn ich mehrere nebeneinander liegen hätte, könnte ich eine Begreifung einstellen. Ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ich kann sagen, wie die Biegerichtung der Matte erfolgen soll und wie die Orientierung der Matte erfolgen soll. Also ob die, sagen wir mal, hier Querstäbe oben oder unten zu liegen kommen. Ich lasse das so eingestellt, sage okay, wähle jetzt die Bewährung aus und schon habe ich die Bügelmatte erzeugt. Schauen wir einmal hier jetzt in den anderen Schnitt hinein. Ja, hier sehen wir jetzt natürlich quer dazu die Matte aus der anderen Richtung und wir müssen jetzt, oder ich will jetzt hier auch für die andere Richtung eine Bügelmatte einlegen. Also mache ich das hier ebenfalls. Ich wähle das Fundament aus, gehe auf die Funktion, bekomme den Biegel. Vom Browser wähle wieder den offenen Bügel, achte darauf, dass hier maximaler Abstand eingestellt ist und lege den Bügel hinein. Jetzt gilt es natürlich darauf zu achten, dass die Matten sich nicht in die Quere kommen. Dafür kann ich wieder die Abhängigkeiten bearbeiten. Das kennen wir auch schon, zum Beispiel bezogen auf die Betonüberdeckung 5. Zentimeter, dann habe ich die hier ja, höher gelegt als die Matte der Querrichtung und muss jetzt lediglich natürlich noch darauf achten, dass ich die auch an der Seite seitlich verschiebe. Wenn wir hier mal reinschauen, ja, sehen wir jetzt hier, dass die hier an der gleichen Stelle lägen, aber das kann ich natürlich auch ganz einfach anpassen, indem ich das hier zum Beispiel mit diesen Pfeilen etwas herüberziehe. Und jetzt fehlt nur noch
die Umwandlung wieder über die Sophistic-Funktion Bügelmatte gleiche Abfrage bestätigen und die zweite Bügelmatte ist erzeugt. Das können wir uns auch im 3D mal anschauen und das überprüfen. Wir haben also hier die eine Matte, die unten liegt und dort drüber die zweite Bügelmatte, die in der Querrichtung etwas höher liegt und seitlich eingerückt ist. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Für die Bügelmatten können wir jetzt noch die zugehörigen Biegeformauszüge erstellen. Also gehen wir hin, wählen die Bügelmatte aus und gehen auf die Sophistic-Funktion Biegeformauszug erstellen. Lege ich hier ab und drehe das um 90 Grad. So. Ja, die Beschriftung hier, das ist wieder eine Sophistic-Familie, die wir mitliefern. Die können Sie anpassen oder auch eine andere auswählen. Das ist die eine Bügelmatte und hier unten dann noch die zweite, also Bewährung, Biegeform, Auszug erzeugen, ablegen und ich drehe auch den Auszug. Um 90 Grad. Und das ist dann meine Position 2, Bügelmatte Position 2. Ja, das ist die Vorgehensweise, wie wir mit Sophistic in Revit Bügelmatten erzeugen. Freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Danke für die Aufmerksamkeit.